Moin, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von LOL Kompakt, dem neuen Format hier auf Summoners Inn. Mein Name ist Karl und ich habe die große Ehre, für euch zusammenzufassen, was denn die letzte Spielwoche so alles in professionellen League of Legends passiert ist. Bei 40 Spielen pro Wochenende ist es klar, dass man nicht alles gucken kann, aber gar kein Problem, ich habe euren Rücken und ich werde euch zeigen, welche Auswirkungen denn die Ergebnisse auf die Standings in den jeweiligen Ligen hat. Anfangen wollen wir direkt mit der Creme de la Creme der professionellen League of Legends Szene, und zwar mit der LCK aus Korea. Hier haben sich erwartungsgemäß auch dieses Jahr wieder die stärksten Teams zusammengefunden, und wenn man die erste Woche mal so ein Stück weit Revue passieren lässt, dann kann man eins festhalten: enttäuschen tun sie nicht. Herauszuheben ist natürlich der Branchenprimus SK Telekom T1, denn der dreimalige Weltmeister rund um den Star-Midlaner Faker hat mit den beiden Neuverpflichtungen Peanut im Jungle und dem von Fnatic unter den Immortals bekannten Toplaner Huni diese Woche wirklich alles gegeben. In ihren beiden Begegnungen gegen die Teams Jin Air Green Wings und die Kongdu Monsters konnten sie jeweils 2-0 gewinnen und stehen damit relativ eindeutig zusammen mit den KT Rollsters auf dem ersten Platz. Ob das so bleiben wird, bleibt abzuwarten, aber die Leistung von SK Telekom T1, die war schon wirklich brillant. Eben noch angesprochen, denn die KT Rollsters, auch die stehen mit 2-0 da, konnten beide Spiele gewinnen, einmal gegen die Barbecue Olivers und dann gegen den Vorjahrestitelverteidiger der ROX Tiger. Schauen wir uns die Jungs von KT doch mal an. Smap, Score, Porn, Deft, Mata, das ist ein absolutes Traumteam. Ich meine, das könnte man so, wie es ist, aufs All-Star-Turnier schicken und jeder würde denken, okay, das ist so die Elite aus Korea, abgesehen von Faker. Auf die Jungs ist definitiv ein Auge zu halten, und auch für die Weltmeisterschaft könnte es, wenn die Teams zusammenbleiben, ein absoluter Faktor sein. SKT und KT sind natürlich die einzigen beiden Teams, die man als League of Legends Fan in der LCK im Auge behalten sollte. Da haben wir zum Beispiel noch Longsu Gaming, die haben mit ihrer neuen Botlane ordentlich rasiert, und auch das unveränderte Team von der Weltmeisterschaft, Samsung Galaxy, hat eine brutal stabile Leistung zeigen können. Denen ist definitiv zu rechnen. Ob es dafür reicht, SKT und KT so ein Stück weit unter Druck zu setzen, das bleibt abzuwarten, aber die ersten Leistungen, die lassen auch zumindest darauf schließen. Alles in allem also eine wirklich ereignisreiche Woche in Korea, mit der ein oder anderen Überraschung und zwei gewohnt stark aufspielenden Teams rund um SKT und KT. Sollten die unverändert bleiben und beide Splits überleben, dann sind sie definitiv ein Kandidat für die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Fliegen wir nun ca. 8000 Kilometer von Korea in die Hauptstadt nach Berlin, denn da ist diese Woche die EU-LCS im neuen Ligensystem gestartet. Im Best-of-3-Format battlen sich nun die Teams und kämpfen darum, den Spring-Split zu gewinnen, und auch da kann ich euch sagen, ist einiges passiert. Wirklich atemberaubende Upsets gab es jetzt nicht, also Überraschungen ja, aber nichts, das wirklich weltbewegend ist. Den ein oder anderen dürft jedoch vielleicht das sehr, sehr stark aufspielende H2K Gaming wundern. Nachdem gleich drei Spieler des letztjährigen Weltmeisterschaft-Halbfinal-Teams gegangen sind und H2K Gaming verlassen haben, musste man sich als Fan so ein bisschen die Frage stellen, können sie da zurückbouncen und können die Neuankömmlinge das Ganze kompensieren? Die Antwort darauf können sie definitiv, wenn der Midlaner Febbevin, der ja damals schon in der Challenger Series bei H2K gespielt hat, sowie die neue koreanische Midlane bestehend aus Nuclear und Chai, die ergänzten die Veteranen Odoamno und Jankos absolut brillant. Insbesondere Jankos zeigte hier eine Wahnsinnsleistung in den beiden Siegen gegen Origin und Splice und sichert sich verdient in beiden Spielen den Most Valuable Player Titel. Ebenfalls souverän der Auftritt des Titelverteidigers G2 Esports. Die haben nicht nur alle 5 Spieler des letzten Jahres halten können, inklusive Coaching Staff, nein, sie haben auch Weldon Green dazugeholt. Und der Sportpsychologe, der vielleicht von TSM aus der letzten Season bekannt sein sollte, der bringt so ein bisschen Stabilität in die Bande, die er international nicht wirklich überzeugen könnte. Die souveränen Siege gegen Fnatic und Rocket zeigen da so den ersten Trend, und mit G2 sollte auch dieses Jahr in Europa wieder fest gerechnet werden. Zwei Teams, die vielleicht auch noch ein bisschen herausstechen: Unicorns of Love und die Misfits. Gerade die Misfits sind für mich besonders interessant, denn nicht nur ist da unser deutscher Star-Midlaner Power of Evil, nein, sie haben auch Kakao. Und Kakao ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Season 4 damals bei KT Rollsters gespielt, eine absolute Legende des Jungles und jetzt endlich in Europa angekommen. Der erste Sieg im ersten Spiel, ja, mit denen ist zu rechnen. Ja, nun allerdings zum Mekka des professionellen League of Legends Sports, zur Quelle guten Spiels und zur Heimat strategischer Raffinessen der nordamerikanischen LCS. Man könnte nach dem ersten Spieltag der NA LCS glauben, dass
Cloud9 die Liga so ein Stück weit an sich reißen will. Ja? Nicht nur hat Cloud9 beide Auftaktspiele gegen TSM und Team Dignitas mit 2-0 und 2-1 gewonnen. Nein, das ehemalige Cloud9 Academy Team, das jetzt die Farben von FlyQuest trägt, hat ebenfalls beide Auftaktspiele gewonnen. Team Envy und Team Liquid wurden beide durch Heiß, Shotcalling, Laminations Notebook und Balls Rumble, das stimmt jetzt nicht, aber ist ja egal, abgefertigt. Und mit denen ist definitiv zu rechnen. Die haben eine super stabile Leistung gebracht, stehen zu Recht oben. Und ob das so bleibt, ja, das kann nur die Zukunft zeigen. Damit sind das die einzigen beiden Teams, die bislang noch ungeschlagen sind. Alle anderen haben schon einen auf die Mütze bekommen. Und insbesondere Cloud9 rund um den AD Carry Star-Veteran Sneaky soll von den Fans im Auge behalten werden, denn die werden dieses Jahr definitiv ein Wörtchen im Titelkampf mitsprechen. Selbiges möchte natürlich auch Team Solo mit. Ja, mit einem 2-0-Erfolg gegen das rund um Toplaner Flame aufgestellte Team der Immortals möchten so die Auftaktsniederlage gegen Cloud9 ein Stück weit wettmachen. Auch nächste Woche wird die Wiedergutmachungstour von TSM weitergehen und das ist mit Spielen gegen Team Dignitas und Team Liquid eine absolut machbare Aufgabe. Bleibt abzuwarten, ob sie langfristig Cloud9 zur Gefahr werden, ob sie vielleicht sogar besser sind oder ob sie nochmal ins Mittelfeld abfallen. TSM, mit denen ist definitiv zu rechnen. Die NLSL scheint offen wie nie zuvor. Jedes Team scheint hier jedes so ein Stück weit schlagen zu können und es bleibt abzuwarten, ob die Investitionen in Teams wie Phoenix One, Counterlogic Gaming oder Team Dignitas sich auszahlen. Die ersten Leistungen des ersten Spieltages, die bestätigen das Ganze zumindest, denn auf die soll ein Auge behalten werden. Die könnten, wenn alles gut läuft und sich die Teams noch verbessern, auch im Titelkampf ein Wörtchen mitsprechen. Wie das Ganze weitergeht in der LCK, NA und EU-LCS könnt ihr wie immer natürlich in gewohnter Qualität bei Summoners Inner folgen. Bis dahin sage ich Tschüsschen mit Küsschen. Mein Name ist Karl und wir sehen uns nächste Woche.